Hallo meine lieben Geoleben TV-Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei diesem Video. Wie eben bei meinem Video über Zucker schon angesprochen, hier gibt es Alternativen zu dem herkömmlichen raffinierten Zucker und auch vielen anderen Zuckerarten. Das werden wir uns heute genau in diesem Video genauer anschauen. Wir wissen ja, dass der Zucker, vor allem raffinierter Zucker, krank machen kann und viele, viele anderen Zuckerarten ebenso. Dass hier der Honig eine rühmliche Ausnahme darstellt und dass der an und für sich gesunde und sehr natürliche Fruchtzucker eigentlich auch nicht so schlimm ist, wie er in der letzten Zeit von manchen Seiten immer wieder dargestellt werden möchte. Das habe ich euch in meinem letzten Zuckervideo eben schon dargestellt. Ja? Wie es jetzt eben mit diesen neuesten Zuckerarten, wie zum Beispiel eben Erythrit, natürlich auch Birkenzucker und Stevia zum Beispiel eben ausschaut. Aber in dem Video schauen wir uns vorab einfach mal den Erythrit an, ob der nun wirklich so wunderbar ist, ob der nun wirklich solche tollen Vorteile hat oder ob es auch und ob es eben auch Nachteile gibt. Das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, Erythrit nehme ich seit ungefähr einem Jahr, seit meinem Experiment mit der ketogenen Ernährung, genau. Seither nehme ich Erythrit, die ketogene Ernährung habe ich wieder gelassen. Erythrit nehme ich immer noch und ich finde es auf jeden Fall grundsätzlich total gut, dass es quasi einen Zuckerersatz gibt, der auf eine Erhöhung des Blutzuckers kaum Einfluss hat und somit natürlich jegliche Symptome verhindert, welche eben mit einer ständigen Erhöhung und eben auch Abfall des Blutzuckerspiegels einhergehen. Ganz voran ist hier natürlich gerade eben Typ 2 Diabetes zu nennen. Vorweg, wie wird denn Erythrit überhaupt hergestellt? Ja, ganz vereinfacht gesagt und doch wieder sehr chemisch. Erythrit wird durch mikrobielle Umwandlung von niedermolekularen Kohlenhydraten, also hier doch Kohlenhydrate, die eben mittels osmophiler Pilze hergestellt werden. Und dabei wird eben der Zuckeralkohol Erythritol isoliert. Ja? Chemisch gesehen ist eben Erythrit eine süßlich schmeckende Verbindung aus Zuckeralkoholen, die auch in der Natur vorkommt. Das muss man jetzt nicht absolut verstehen, einfach mal so stehen lassen. Erythrit enthält beinahe keine Kalorien, das wissen wir, und hat keinen Einfluss auf den Blutzucker und eben Insulinspiegel, wie eben vorher schon gesagt. Und Erythrit bietet gegenüber anderen Zuckeralkoholen, wie eben zum Beispiel Sorbit, Maltit, Lactit und Isomalt den Vorteil einer ganz besonders hohen digestiven Toleranz. Digestive Toleranz, was ist das wieder? Das bedeutet im Endeffekt eben, dass die Verträglichkeit bei der Verdauung eben in dem Falle von Erythrit sehr, sehr gut ist. Ja? Und da Erythrit eben schon zu 90% über den Dünndarm aufgenommen und über die Nieren wieder ausgeschieden wird, sind die sonst für Zuckeralkohole üblichen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Blähungen oder eben auch Durchfall, stark vermindert, allerdings auch nicht ganz ausgeschlossen. So ist es auf jeden Fall in Wikipedia nachzulesen. Ja, Erythrit ist laut einer im Juni 2014 veröffentlichten Studie, und jetzt aufgepasst, auch ein Insektizid, das wirksam gegen Fruchtfliegen eingesetzt werden kann, was grundsätzlich einmal kein Nachteil ist, was immer wieder mal passiert. Obst steht herum, man ist 3 Tage weg und die Fruchtfliegen vermehren sich. Ja? Was uns jetzt aber nicht unbedingt beunruhigen sollte, da dies eben nur bei Insekten gilt und nicht beim Menschen, ja. Es ist auf jeden Fall so, gleich mal vorweg, Erythrit, hier lieber mal die Haustiere weg damit. Ihr wisst ja auch, oder manche wissen es wahrscheinlich auch, Birkenzucker, hier sollte man Hunde auf jeden Fall nicht kosten lassen, weil das ist lebensgefährlich. Ja, weiter ist Erythrit eben sehr gut für die Zähne, sagt man eben auch.
Eben weil kein Zucker im herkömmlichen Sinne den pH-Wert nach unten drückt, also saurer macht und eben dafür sorgt, dass sich die Kariesbakterien vor allem, natürlich auch andere eben vermehren und welche eben dann die Milchsäure produzieren und dadurch eben die Zähne angegriffen werden. Ja, im Gegenteil, es wird sogar gesagt, dass eine Remineralisierung der Zähne passieren kann. Ja, Erythrit ist weiter geruchsfrei, es ist wärmestabil und zieht kein Wasser aus der Umgebung an. Das heißt, der Zucker bleibt trocken. Also es passiert nicht so, wie es beim normalen Industriezucker oder auch beim Rohrzucker auch passiert, dass der immer wieder mal feucht werden kann. Erythrit bleibt trocken, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Auch bietet Erythrit keinen Nährboden für Pilze und Bakterien, was natürlich wunderbar ist. Hier gibt es keinen Nachschub für diese Tierchen. Auch wenn Erythrit wesentlich verträglich ist als herkömmlicher Zucker, kann eben auch eine abführende Wirkung auftreten, ist auch nachzulesen auf Wikipedia. Da sollte man aufpassen, also das muss man halt einfach mal erwähnen, aber diese Mengen, die dazu benötigt werden, die werden kaum von jemandem verputzt, sage ich mal. Irgendwas muss man ja auch immer wieder finden, damit das Ganze hier nicht allzu perfekt ist. Und jetzt komme ich einfach auch noch zum Abschluss zu einem Fazit und auch zu häufig gestellten Fragen bezüglich Erythrit, die immer wieder gestellt werden. Aus meiner Sicht, generell jetzt mal, ist Erythrit eine sehr, sehr gute Alternative, so meine persönliche Erfahrung und Meinung, für Menschen, die eben nicht komplett auf Süßungsmittel verzichten wollen oder eben auch nicht können. Dazu gehöre ich auch noch, sage ich jetzt mal. Und das hier Besprochene über Erythrit hat für mich auf jeden Fall wesentlich mehr Vorteile als mögliche Nachteile. Ich, wie gesagt, nehme Erythrit seit circa einem Jahr. Die Süßkraft ist aber 30-40% geringer als bei normalem Zucker, was aber natürlich aber auch heißen kann, dass man sich einfach hier von der gewohnten Süße auch wieder ein bisschen herunterbringen kann. Ich nehme in dem Falle auch nicht mehr Zucker, also von der Menge her, mehr Erythrit, als wenn ich normalen Zucker nehmen würde. Und ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass ich relativ wenig Süße mittlerweile brauche. Ja, es ist vorteilhaft für Zähne. Das ist natürlich super, vor allem auch für einen Menschen, der, sage ich jetzt mal, nicht gesegnet ist für unglaublich gute Zähne. Da denke ich mir, okay, wenn das wirklich hilft, wenn es wirklich nützt, dann finde ich das auf jeden Fall wunderbar. Ja, der Ehrlichkeit halber möchte ich sehr wohl auch erwähnen, ja, dass es eine Studie von 1985 gibt. Möglicherweise gibt es auch noch ein paar andere. Ich habe diesbezüglich jetzt mal nichts mehr gefunden. Also es gibt eine Studie von 1985, ist auch schon eine Zeit lang her, in der eben gezeigt wurde, dass Erythrit ab circa 2-3 Esslöffeln, also das ist schon eine größere Menge, beim Menschen die Darmflora verändern kann. Was auch immer das heißen möge, die Darmflora, die wird sich immer wieder verändern. Wie weit sich die Darmflora verändert, dass da auch dann irgendwelche Nachteile daraus entstehen, das ist dieser Studie eben nicht zu entnehmen. Es wurde nur festgestellt, dass sich was verändern kann. Laut einer der wichtigsten internationalen Fachzeitschriften für Ernährungswissenschaften des Advances ist Nutrition's Xylitol 2017 können wir die Wirkung von Xylitol auf die Darmflora noch nicht mit Sicherheit beurteilen. Xylitol, wie zum Beispiel eben auch Erythrit genannt werden kann. Also wir können eben die Wirkung auf die Darmflora noch nicht mit Sicherheit beurteilen. Ja, mehr Forschung ist auf jeden Fall nötig, sowieso wie immer. Man soll sich nicht vorher schon das Maul zerreißen, bevor irgendwas bewiesen ist. Ich sage, sich nicht verrückt machen lassen. Ihr wisst, es gibt immer Menschen, die, wenn wo jemand etwas gut heißt, etwas Schlechtes in ein sogenanntes Haar in der Suppe finden wollen. Hier ist es sowieso wichtig, wie immer, auf seine eigene Intuition hören. Was denke ich darüber? Was fühle ich darüber? Wie geht's
mir damit? Tut mir was gut, tut mir was nicht gut? Ja, warum Erythrit sehr wohl auch Kohlenhydrate beinhaltet, hat eben auch damit zu tun, dass eben Erythrit aus Stärke, also Kohlenhydraten durch Fermentation und enzymatische Prozesse eben hergestellt wird. Chemisch gesehen verbleibt eben dann ein Zuckeralkohol, der dennoch 20 Kilokalorien auf 100 Gramm aufweist, das was nicht wirklich viel ist und trotzdem eine Süßkraft von ca. 60% gegenüber normalem Zucker besitzt. Ja. Herkömmlicher Zucker weist das 20-fache der Menge an Kohlenhydraten auf. So, meine Lieben, jeder macht sich seinen eigenen Reim. Wie schon gesagt, ich nehme Erythrit und sehe keinen Grund, es nicht zu nehmen. Ich flöffle ja auch nicht esslöffelweise, sondern ich süße hin und wieder meinen Kaffee, den ich sehr selten trinke, oder eben was anderes. Da kommen vielleicht am Tag ein, zwei Tee-Kaffeelöffel zusammen, manchmal auch gar nichts. Ja. Ich habe schon gesagt, brauche ca. 2-3 Kaffeelöffel, dass wenn es hochhergeht. Ansonsten zeigt mir eure Meinung darüber, schreibt es natürlich in die Kommentare, gebt mir euren Daumen oder zwei oder so viele, wie ihr eben habt. Ja. Und schaut auch auf meine Seite bewusstgesund-geosixt-lebensmut.at. Auf dieser Seite findet ihr, ihr wisst eh, viele, viele andere Informationen und vor allem auch viele, viele Produkte, die ich empfehle. Es ist eine Empfehlseite, keine Verkaufsseite in dem Sinne. Ja, in dem Sinne, ihr wisst, ihr bleibt gesund oder werdet gesund, wenn ihr es noch nicht seid, weil das ist in jedem Fall immer das Wichtigste. Wir sehen uns beim nächsten Video, Papa. Ciao, tschüss und Servus, euer Geo.